Mein Name ist Robert Franz und der heutige Beitrag gilt nicht für Menschen. Ich wisse ja, helfe auch Menschen mit meinen Nahrungsergänzungsmitteln, aber ich habe gesagt, Tiere sind auch in Not. Der heutige Beitrag dreht sich um dieses Tier und zwar um Ratten. Auf meinem Grundstück habe ich ganz, ganz viele Ratten. Was habe ich in der letzten Zeit bemerkt? Diese Ratten finden die Löcher nicht mehr. Diese Ratten sind schon alt, fast am Sterben, geistert die Gegend. Ihr seht, ich habe ganz viele Hunde, die Ratten sind in Gefahr. Was kann ich machen, dass ich diese Ratten vielleicht verjüngt in das Laufen beibringe und vielleicht auch, dass sie mehr werden, weil langsam sterben sie aus. Was habe ich gefunden? Ich habe gesagt, Robert, du bist ein cleverer Bursche. Habe ich gesucht. Was finde ich im Internet? Eine Studie von 2002. Jetzt sind wir 2024. Seit 22 Jahren steht diese Studie begraben im Internet. Schaut, was ich gefunden habe. Was steht da? Gehirnleistung steigern und erhalten mit Acetyl-L-Carnitin und Alpha-Liponsäure. Was passiert? In 2002. Anfang 2002 überrascht Professor Dr. Ames und sein Team die wissenschaftliche Welt mit einer neuen Entdeckung. Keiner weiß davon, ich habe es gefunden. Versuche mit Ratten, nämlich mit diesen Tieren und auf diesen Tieren, haben Folgendes ergeben, dass die Kombination der beiden natürlichen Stoffe, Acetyl-L-Carnitin und Alpha-Liponsäure, den Alterungsprozess aufhalten können, innerhalb standardisierter Versuchsreihen zur Bioverfügbarkeit unterschiedlicher Substanzen hatten die Zellbiologen an der berühmten Universität Caltech Universität in Kalifornien unter anderem die Wirkstoffe Acetyl-L-Carnitin und Alpha-Liponsäure an Ratten verfüttert. Während diese Wirkstoffe jeder für sich alleine auf die Versuchstiere keine sichtbare Wirkung zeigten, zeigte eine zufällig gefundene Kombination beider Substanzen jedoch geradezu unglaubliche Resultate. Was ist passiert? Was ist mit diesen Ratten passiert? Mit diesen beiden Nährstoffen sprangen die alten Ratten auf und tanzten den Macarena. Das Gehirn sieht besser aus. Die Ratten sind voller Energie. Alles von ihnen Studierte gleicht mehr als Jungtier. Sodass durch die Kombination dieser Stoffe sind die alten Ratten, werdet ihr sehen, was sind, die eigentlich am Ende ihres Lebenszyklus stehenden, altersbedingten Ratten. Lucky, hör auf. Du bist noch nicht dran. So. Am Ende ihres Lebenszyklus stehende Ratten verhielten sich, wenn sie Acetyl-L-Carnitin und Alpha-Liponsäure gefüttert wurden, bereits nach einem Monat deutlich agiler. Im Fortgang der Versuche reagiert sie schließlich sogar wie junge, kräftige Artgenossen. Sowohl im Gedächtnis wie im Leistungstest zeigt diese alten Ratten Resultate wie junge Tiere. Legten auch prompt wieder, werden sie sich dorthin, wir haben jetzt ein Videodreh, so, Artgenossen. So, was ist passiert? Die Ratten legten auch prompt wieder das starke Paarungsverhalten junge Tiere an den Tag und lebten wesentlich länger. Die gegen die versuchsumlaufenden Kontrollgruppen zeigten jedoch keine Placebo, zeigten keine Wirkung. Die Kombination beider Nährstoffe, Acetyl-L-Carnitin und Alpha-Liponsäure, konnte also diese alten Ratten wieder den Elan von Jungtieren geben und eine Regeneration der Zellen in Gang setzen. Wenn man sich die Wirkungsmechanismen dieser beiden ausgewählten Substanzen anschaut, ist das nicht weiter verwunderlich, was Acetyl-Carnitin und Ding machen. So, und was hat Robert Franz gemacht? Für Menschen habe ich mich gekümmert. Ich habe gesagt, Robert Franz, jetzt rettest du diese Ratten. Diese Studie gilt, dann habe ich gemacht eine Kombination von Acetyl-Carnitin und Alpha-Liponsäure und habe ich gemacht ein Pulver für alte Ratten von Robert Franz. So, das sind die alten Ratten, die Macarena tanzen. Merkt euch, Wirkstoff nur für Ratten, nicht für Menschen, was steht da drauf? Verzehren, klar, du Alpha-Liponsäure und Acetyl-Carnitin, Verzehrempfehlung für Ratten. So, das sind die Ratten. Legen Sie die zu den alten wildlebenden Ratten täglich 3 gestrichene Messlöffel in eine Schälchen mit Wasser. Jetzt werde ich für euch vorbereiten. Das ist mein Produkt für die Ratten. Das ist das Rattenloch von mir. Ich nehme 3 kleine Löffelchen. 1, 2, löse auch schön auf. Und 3. Das ist eine Portion für die alte Ratte. Machen wir aber schön wieder zu. So. Und jetzt haben wir da. Vermische ich schön. Wird schön vermischt. Und da ist der Eingang vom Loch, Bernd. Du störst da, Moment, so bei den Aufnahmen. Das ist das Loch der Ratte. Ich lege ein kleines Schälchen vor dem Loch der Ratte und gieße die Flüssigkeit hinein. Jetzt können diese Ratten von dieser Flüssigkeit trinken. Und was passiert? Nach einem Monat werde ich das Resultat sehen. Die alten Ratten werden wieder die Löcher finden und die werden nicht mehr gefahren. Und ich habe was Gutes für die Tierwelt getan. So, und jetzt lesen wir noch weiter. Was steht da noch? Das ist jetzt wegen Nebenwirkungen, was die Ratten nicht will, hat die Tiere nicht verletzt oder sowas. Da steht drin, alte Rattenpulver für Ratten, trocken lagern, 250 Gramm, Nebenwirkung. Es besteht die Möglichkeit, dass diese alten Ratten wieder Macarena tanzen oder vielleicht das Loch finden.
Ich meine, die Männer wegen Loch finden nicht, dass die Schüssel woanders hinstellen, aber dort gehört was anderes hin und nicht Acetylcarnosin und Alpha-Liponsäure. Habt ihr gesehen, Robert Franz hat wieder ein Schnippchen geschlagen. Ich rette nicht nur die Menschen, ich rette auch die ganze Tierwelt. Ratten sind meine Freunde, Hunde sind meine Freunde, jede kleine Spinne, die keucht und fleucht. Und ich, sogar jeder Baum, jeder Blatt, ihr seht, wie mein Grundstück ist, verwildert kein gemähter Rasen, so wird es auch bleiben. Deshalb freue ich mich, habt ihr auch was erfahren, habt die Ratten im Garten, gibt euren Ratten, dass sie wieder jung und vital werden, laufen können und vielleicht sie auch bahnen und wieder das Loch finden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Robert Franz.